Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Meine verehrten Geschwister, herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag. Heute werden wir uns inshallah über das Thema Tekfir unterhalten. Dafür wollen wir uns erstmal angucken, was bedeutet Tekfir überhaupt? Das Wort Kufr stammt aus dem arabischen Verb in der Grundform kafara und bedeutet wörtlich verdecken. Deshalb nennt man zum Beispiel einen Bauern, der Samen in die Erde pflanzt und sie mit Erde verdeckt, oder die Nacht, weil sie die Welt mit Dunkelheit verdeckt, auch Kafir. In der islamischen Terminologie bedeutet das Wort Kufr, Allah zu leugnen, nicht an ihn zu glauben oder ihm etwas beizugesellen. Aus diesem Grund nennt man jemanden, der den Iman in seinem Herzen verheimlicht oder ungläubig ist, auch einen Kafir. Der Tekfir ist die daraus resultierende Eigenschaft, jemandem den Küfr zuzusprechen oder ihn zu einem Kafir zu ernennen. Das bedeutet also, wenn du jetzt zu jemandem sagst, du bist ein Kafir, dann hast du Tekfir gemacht. Dann bist du auch einer dieser Tekfiris, die immer sagen, Kafir, 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 Kafir. Okay? Also das bedeutet, das ist ein falsches Verhalten und davor sollten wir uns warnen, aber das gucken wir uns jetzt nochmal genauer an. In unserem Kontext bedeutet es also, einen Muslimen oder jemanden, den man für einen Muslimen hält, zu einem Ungläubigen, also zu einem Kafir, zu erklären. Dieses Verhalten ist nichts Neues. Das Verhalten begann bereits im ersten Jahrhundert nach der Hijra. So haben manche Muslime andere Muslime zum Kafir ernannt und haben für dieses Verhalten Beweise aus dem Koran und aus der Sunna hervorgebracht, um ihr Verhalten und ihre Überzeugungen zu rechtfertigen und zu beweisen. Dieses Verhalten hat jedoch dazu geführt, dass die islamischen Dienste auseinanderfielen, die Umma sich angefangen hat zu spalten, ihre Kraft und ihr Einfluss abnahm. Das wiederum machten sich die Gegner des Islam zum Vorteil und versuchten daraus Profit zu schlagen, indem sie weiter die Samen der Fitna zwischen ihnen säten, um sie weiter zu spalten, somit klein zu halten und sie zu kontrollieren. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass die Muslime alle dachten, sie haben Recht, und damit haben sie mit einer noch größeren Überzeugung angefangen, Beweise dafür zu suchen, um den anderen mit dem Kufr zu bezichtigen. Aber Allah Jalla Jalaluhu verbietet uns ein solches Verhalten. Wir wollen uns nun ein paar Verse aus dem Koran zu diesem Thema angucken. So sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala in der Surah Al-Anfal, Vers 46, Gehorcht Allah und seinem Gesandten, hadert nicht, verfallt nicht in Uneinigkeit, sonst werdet ihr schwach und eure Kraft vergeht. Geduldet euch, wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen. Weiter sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der Surah Ali Imran, Vers 103, Und haltet euch fest an dem Seil Allahs, spaltet euch nicht in Gruppen auf und erinnert euch an die Gaben Allahs über euch. Ihr wurdet untereinander zu Feinden, dann hat er eure Herzen vereint, so dass ihr durch seine, also durch Allahs Gabe, Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Grube aus Feuer wart, rettete er euch davor. Ebenso erläutert euch Allah seine Verse. Es sei zu hoffen, dass ihr euch dadurch bekehrt. In der Surah An-Nisa, Vers 94, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr loszieht auf dem Weg Allahs, um zu kämpfen, so forscht sorgfältig und legt offen dar, um die Gläubigen vom Leugner zu unterscheiden. Und sagt nicht zu jedem, der euch grüßt, der sich ergeben hat, du bist kein Gläubiger, im Trachten nach den Gütern des irdischen Lebens. Dabei gibt es so viel Beute bei Allah. Früher wart ihr auch so. Dann aber hat Allah einen Segen über euch gegeben. Darum forscht sorgfältig und legt offen dar. Wahrlich, Allah ist kundig über eure Taten. Nun wollen wir uns ein paar Hadithe zu diesem Thema anschauen. So sagt Anas ibn Malik radiallahu an, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte, Wer immer, wie ihr betet, unsere Gebetsrichtung die Qibla einnimmt und das Fleisch unserer geschlachteten Tiere ist, der ist ein Muslim, dem der Schutz Allahs und seines Gesandten gewährleistet wird. So handelt nicht verräterisch hinsichtlich Allahs Schutz. In einem weiteren Hadith sagt unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes. Wer einen seiner Glaubensgeschwister Kafir nennt, gewiss, dieses Wort wird einen von ihnen treffen. Wenn derjenige, der Kafir genannt wurde, wirklich ein Kafir ist, so bleibt dieses Wort bei ihm. Ist das aber nicht so, dann kommt dieses Wort zurück zu demjenigen, der ausgesprochen hat. In einem weiteren Hadith sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes. Einen Muslimen niederzumachen und ihn zu beleidigen, ist Fisk, also ein sündhaftes Verhalten. Mit ihm Krieg zu führen, ist Kufr.
Sadaka Resulullah fîmâ gâl ev kemâ gâl. Jetzt wollen wir uns angucken, was die Ansicht der Gelehrten zu diesem Thema ist. So sagt İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh folgendes. Ein Fehler der Ehlu Bida ist es, auch sich gegenseitig als Kafir zu bezeichnen. Und einer der schönen Seiten der Ehlu Sunna ist es, dass sie sich nicht aufgrund von Fehlern zum Kafir erklären. İmam Şafi rahmetullahi aleyh sagt, ich würde von niemandem der Ehlu Bida oder der Ehlu Heva die Şahade ablehnen. İbn Teymiye hat manche muslimische Gelehrte aufgrund ihrer Ansichten zum Kafir ernannt und hat somit Tekfir gemacht und wurde deshalb, und weil er auch viele andere Ansichten vertrat, die der Mehrheit der Ehlu Sunna Gelehrten widersprach, mehrmals inhaftiert und ist bei seiner letzten Inhaftierung im Gefängnis auch verstorben. Aber er sagt trotzdem in Bezug auf den Tekfir folgendes. Es ist nicht erlaubt, einen Muslimen aufgrund von einer Tat, die er begangen hat, oder weil er mit einem der Ehlu Qibla eine Meinungsverschiedenheit hat, dem Kufr zu bezichtigen. Das ist eine Überlieferung von Ibn Taymiyyah. Obwohl die Gelehrten des Salaf in verschiedenen Themenbereichen diskutiert haben, verschiedene Meinungen hatten, hat keiner von ihnen einen anderen Muslimen als Kafir, zum Kafir erklärt oder als Kafir bezeichnet. Also jemanden als Kafir zu bezeichnen ist so, als würdest du einen Pfeil abfeuern, der zwei Spitzen hat. Wenn dein Gegenüber ein Kafir ist, dann bleibt dein Pfeil in ihm stecken, dann ist alles berechtigt, alles ist richtig. Wenn er aber kein Kafir ist, dann musst du dir das so vorstellen, der Pfeil fliegt zurück und trifft dich und bleibt in dir stecken. Ibn Abidin sagt in seinem Buch Reddul Muhtar, wenn jemand, der die Shahada spricht, in seinen Taten, in seinem Verhalten oder in seinen Aussagen Anzeichen von den Leuten hat, die ungläubig sind, aber nur ein Anzeichen, dass er gläubig ist, oder nur ein Anzeichen, was sogar nur vermuten lässt, dass er gläubig ist, dann ist es nicht erlaubt, diese Person als Kafir zu bezeichnen. Wer sagt das? Ibn Abidin. Wo sagt er das? In dem Buch Reddul Muhtar. Okay? In dem Buch Aqidatul Tahawi sagt Imam Tahawi folgendes. Man darf niemanden der Ahlu Qibla aufgrund einer Sünde, die er begeht, mit dem Kufr beschuldigen. Okay? Niemanden der Ahlu Qibla aufgrund von einem sündhaften Verhalten mit dem Kufr beschuldigen. Dafür gibt es aber eine Voraussetzung. Das bedeutet folgendes. Sagen wir mal, ein Bruder trinkt Alkohol. Ja? Wenn er Alkohol trinkt, dann ist das natürlich keine schöne Tat. Und natürlich bekommt er Sünden für diese Tat in seinen Tatenbüchern aufgeschrieben. Aber solange er nicht sagt, dass dieses Verhalten erlaubt ist, also er trinkt zum Beispiel Alkohol und sagt, das ist halal, dann können wir sagen, er wird zum Kafir. Aber solange er weiß, das ist eine Sünde und er begeht sie, dann ist er vielleicht sündhaft, macht ein sündhaftes Verhalten, es berechtigt uns aber nicht dazu, ihn als Kafir zu betiteln. Grundsätzlich sollten wir sowieso sagen, wir haben ja auch gesehen, was Ibn Abidin sagt, wenn es nur ein Anzeichen dafür gibt, dass jemand gläubig ist, sollten wir ihn nicht mit dem Kufr bezeichnen. Davon mal abgesehen, was bringt es dir, ja? Was bringt es dir für einen Vorteil, wenn du jetzt sagst einfach, er ist Kafir, der ist Kafir, der ist Kafir, der ist Kafir? Was bringt es dir außer Spaltung? Verein doch lieber die Leute, ja? Sag doch lieber nein, er ist Muslime. Warum? Ich habe mal gehört, er hat die Schahade gesprochen. Ich habe gesehen, er war mal beim Freitagsgebet. Ich habe gesehen, er hat sich in der Nähe der Moschee. Such doch Gründe dafür, ihn mitzuziehen, ihn einzuschließen. Keine Gründe dafür, ihn auszugrenzen. Nimm ihn an die Hand. Sag ihm, wenn er sündhaftes Verhalten macht, mein Bruder, das und das, was du machst, ist falsch. Meine Schwester, das und das ist falsch. Und versuch ihn mitzuziehen, nicht auszuschließen. Wassalamu ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alamin.